Hallo YouTube, hier ist Timer 1992 wieder und heute stelle ich euch einen Manga-Light Novel vor. Und zwar stelle ich euch vor All You Need Is Kill. All You Need Is Kill ist bei uns bei Tokyo Pop erschienen. Die Novel, da den Text hat Hiroshi Sakurazuka geschrieben und die Zeichnungen sind von einem Yoshitashi ABE. Der Manga ist als Zeichnungsvorlage natürlich ganz klar. Aber der Zeichner ist Takeshi Obata. Der müsste eigentlich den meisten bekannt sein von Death Note oder Bakuman. Und der hat halt die zwei Mangas für die Light Novels. Ja, Light Novel und das ist halt der Manga dazu. Ja, aber ich persönlich werde hauptsächlich natürlich nachher. Die Story ist ja im Prinzip dieselbe. Also fangen wir erstmal im Groben damit an. Alles in allem ist All You Need Is Kill. Genau, Keiji ist der Junge. Geht es darum, dass das spielt ein bisschen in der Zukunft und da wird die Menschheit von einer außerirdischen Spezies bedroht, die heißen Mix. Sind recht gefährliche, aggressive und sehr, sehr schwer tötbare Wesen, die auch überall, wo sie sind, die Erde unbewohnbar machen und ja, ziemlich schwierige Gegner sind und auch die Menschen sehr kurz davor stellen, auszusterben. Alles spielt in Japan an so einer Front. Es geht dann um den Keiji, der so Rekrut ist, meine Fresse, und halt einen Tag vor seiner Schlacht, ihr werdet ja vorstellen, der hat noch nie alles nur Training, naja, auf jeden Fall geht er dann in die Schlacht, schafft es, einen Mick zu töten und stirbt darauf. Aber dann auf einmal, nachdem er gestorben ist, wacht er wieder am Tag vor der Schlacht auf in seinem Bett. Und er wundert sich so, habe ich das alles geträumt? Naja, gut. Und ja, er erlebt halt den Tag nochmal und dann geht er wieder in die Schlacht und stirbt schon wieder. Aber wacht wieder an der Stelle auf, wo er, in so einem Bett, ich glaube, das sind 24 Stunden oder so. Ja, und dann merkt er irgendwann, ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Am Anfang kommt er damit nicht ganz so klar. Aber nachher hat er sich dadurch gedacht, durch diese Zeitschleife kann er ja trainieren, um immer besser zu werden, immer stärker zu werden. Und das versucht er auch, wird auch immer besser und stärker. Im Laufe der Geschichte trifft er dann auch hier die Rita, die ist hier auf Band 2 zu sehen, die auch diese Fähigkeit hat, wenn sie stirbt, ist halt eine Fähigkeit, die, und dann kommt halt raus, dass diese Mix diese Fähigkeit halt haben und dadurch immer die Schlacht voraus sind. Das läuft irgendwie so ab, der Mensch stirbt in dem Augenblick wirklich, aber irgendwelche Nanoteilchen, die sich schneller als das Licht bewegen, bringen die Erinnerungen zurück an den Körper in die Vergangenheit, wodurch das dann für den Körper aus der Vergangenheit wie eine Zeitschleife ist. Bisschen schwieriger zu erklären, aber gut. Das Ganze basiert hier auf dieser Light Novel, ist auch übrigens bei uns bei Tokyo Pop erschienen. Die war super zu lesen, also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das Einzige, was ich hier ein bisschen interessant finde, dafür, dass es eine Light Novel ist, sind so gut wie keine Bilder drin. Also ich habe ja auch Sword Art Online Light Novel, Axel wird Light Novel, Lofina, alles hat wesentlich mehr Bilder. Wir haben hier einmal zwei farbige Doppelseiten drin. Und dann, also die einzigen Bilder, die wir dann noch haben, sind immer am Anfang des Kapitels. Und das war's. Könnte natürlich auch sein, dass es ja, wenn ich mich recht entsinne, auf eine koreanische Light Novel ist. Aber naja, gut. Leider muss ich sagen, mir gefallen die Zeichnungen in der Light Novel so gar nicht. Also, ja, die sehen in Ordnung aus, aber ich weiß nicht, das sieht alles so. Es gefällt mir einfach nicht. Ich finde es nicht schön gezeichnet. Ich habe das Gefühl, der Zeichner hat sich nicht wirklich viel Mühe gegeben. Oder vielleicht soll er jetzt so ein bisschen realistischen Stil haben, denke ich mal. Im Großen und Ganzen unterscheiden sich auch Light Novel und Manga nicht großartig voneinander. Es gibt ein, zwei Sachen, die sind in der Light Novel natürlich ein bisschen ausführlicher beschrieben. Da sind auch ein paar, jedes Mal, wenn den Tag neu durchlebt, sind einfach andere Dialoge auch immer drin. Die sind jetzt nicht alle in der Manga drin. Und hier finde ich ein bisschen schade, Manga. Hier in der Light Novel gibt es halt einen Part, der sich mehr um, woher die Mix herkommen und so. Das wird hier nicht so stark thematisiert, aber macht den Kohl jetzt auch nicht wett. Insofern packen wir jetzt erstmal die Light Novel beiseite und kümmern uns ein bisschen um den Manga.
Was mir an dem Manga sehr gut gefällt, sind halt die Zeichnungen. Ich mag den Zeichenstil von Takeshi Obata. Sehr detailreich ist er. Sehr guter Zeichenstil. Kann man nicht anders drüber reden. Und ja, und natürlich hab ich für euch hier natürlich auch wieder Beispiele rausgesucht. Nebenbei basiert, gibt es einen Hollywood-Film, der auf diese Thematik basiert. Heißt Age of Tomorrow mit Tom Cruise. Ja, ich habe diesen Realfilm übrigens auch gesehen. Wenn ihr euch den Realfilm anseht und ihr kennt das hier nicht, dann würde ich sagen, es ist ein guter Actionfilm. Ich fand ihn auch gut, er hat unterhalten, keine Frage. Bis auf diese Timeschleife-Thematik ist nix aus dem Manga. Und dass vielleicht diese Frau hier Rita heißt. Oh Gott, wo ich auch über die nicht oft klarkomme, dass sie die Rita irgendwie zu einer Blonden gemacht haben und nicht rothaarig und. Ja, reden einfach nicht drüber. Weil ich sage, bis auf diese Timeschleife-Thematik, das spielt nicht in Japan, natürlich spielt das dann in Europa. Und im Gegensatz zum Manga hat natürlich der Hollywood-Schein so ein richtig Hardcore-Happy End, alle Gegner sind tot. Das ist im Manga und in der Light Novel nicht so. Oder auch die Mix sehen total anders aus im Film. Die sehen halt wirklich so wie ein, oh, ganz schwierig zu beschreiben, ein bisschen abstrakter, würde ich mal sagen. Oder auch, ja, und was sehr krass ist, was ich auch extrem unterschätze, sind die Rüstungen. Da werde ich euch gleich noch Bilder zeigen. Während das hier richtig so eine Rüstung sind, so eine Ganzkörperpanzeranzüge, sind das in Age of Tomorrow nur so ein Exoskelett. Und ja, also ich muss sagen, wenn man natürlich so wie ich den Manga vorher kannte und auch die Light Novel, da hing man schon dann schon so, da haben sie aber nicht viel von der Vorlage übernommen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Jetzt beschäftigen wir uns mit den Zeichnungen. Da habe ich natürlich wieder was für euch vorbereitet. Einmal haben wir hier ein Bild. Hier sieht man zum ersten Mal Rita. Und die hat halt richtig viele Mix schon gekillt. Das ist eine richtige Kampfmaschine. Wird auch Kampfhündin des Schlachtfelds genannt. Was ich an dem Bild halt so genial finde, ist, da steht diese kleine, zierliche Frau und links und rechts stehen so eine riesigen Amis. Mit so Muskeln. Hier kann man auch noch mal kurz unseren Keiichi, unseren Hauptcharakter vom Cover sehen. Dann habe ich hier nochmal einen, hier kann man nämlich gut, das ist es nämlich, das ist ein richtig krasser Exoskelett mit so einer riesen Axt hat Rita eigentlich. Und das war halt, mich hat auch wieder gestört, warum Rita jetzt wieder, warum sie die wieder blond gemacht haben, warum durfte die keine rote Haare haben im Film? Und warum hat die nur so ein kleines, längeres und so ein Bajonett gehabt als Waffe? Nicht Bajonett, das war einfach nur ein langes Schwert. Und die hat so eine richtig riesen Waffe, die Mix hier umbringt. Habe ich nicht sogar ein Bild? Ach so, das habe ich total vergessen. Hier ist nämlich ein Bild, hier kann man nämlich die Mix richtig gut sehen. Hier, das sind Mix. So eine riesigen Kugeln auf irgendwelchen Stelzen, die so eine super schnellen Projektile abfeuern. Und schon richtig krass, muss ich sagen. Also richtig abstrakt, die Gegner. Hier haben wir nochmal ein Bild von Rita in ihrem Kampfanzug. Wo er halt das erste Mal auch gestorben ist, dann in der Schlacht. Und hier habe ich noch ein Bild, da kann man gut sehen, hier ist eine kleine Schlägerei ausgebrochen. Wie gut er durch die, keine Ahnung, was hat er da schon, über 100, 100 Zeitschleifen schon hinter sich. Und ja, wo er sagt, eine Sekunde ist zum Zerteilen da. Und das letzte Bild, was ich dann noch vorbereitet habe, ist hier nochmal so eine krasse Szene, wo hier steht hier, 99. Zeitschleife, ich falle nach 45 Minuten. Ja, hier 110. Zeitschleife, ich falle dann und dann. Das waren so die Szenen aus Band 1. Und hier haben wir Band 2, hier habe ich nicht ganz so viel für euch vorbereitet. Hier haben wir einmal, ja, ich mache auch eine Fanservice-Szene rein. Das ist, wo Rita merkt, dass sie in der Zeitschleife gefangen ist. Weil hier ist auch die komplette Vergangenheit von Rita drin. Hier ist eine sehr emotionale Szene, die ich rausgesucht habe. Hier ist nämlich die Stelle, wo der grüne Tee in japanischen Restaurants wirklich gratis. Rita hat schon immer versucht, jemanden anderes zu finden, der genauso eine Fähigkeit hat. Und deswegen stellt sie immer eher in der Schlacht eine Frage bei Leuten, die sterben. Und jetzt hat er die Frage schon beantwortet, bevor sie die überhaupt gestellt hat. Und dadurch war ja natürlich sofort klar, ja, das ist jemand wie ich, der auch solche Zeitschleifen erlebt hat.
Auch eine sehr schöne Stelle. Und da habe ich noch ganz am Ende was für euch vorbereitet. Das ist nämlich hier eine kleine Sache. Nachdem alles vorbei war, haben die Killer Cage auf seinen Anzug geschrieben. Ich sage euch Killer Cage. Das liegt daran, weil das haben die Amerikaner reingeritzt und die haben Cagey immer mit Cage verstanden und deswegen Killer Cage. Lustigerweise heißt Tom Cruise in dem Film Cage mit Nachnamen. Also haben sie sich doch ein bisschen versucht, minimal im Film eine Anspielung reinzumachen. Versteht also wirklich nur jemand, der eins von beiden gelesen bzw. versteht das dann. Gut. Wie finde ich denn die Reihe so an sich? Also ich muss sagen, ich finde All You Need This Kill ist eine coole Sache. Kann man sich wirklich mal geben. Ist actionreich, die Story ist eigentlich recht gut. Rein von der Detailtiefe würde ich sagen, die Light Novel ist wesentlich detaillierter natürlich. Hat auch wesentlich mehr Inhalt und Input. Aber wenn ihr euch sagt, oh, ich habe keinen Bock auf Light Novel lesen, das ist so viel Text oder da sind kaum Bilder drin, dann kann ich euch auch ohne schlechtes Gewissen zur Manga-Version greifen lassen. Es ist auch super geworden, super umgesetzt an sich. Und da kann ich auch wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. Also wie gesagt, großartig, es hat mich auch richtig begeistert. Gut, dann würde ich sagen, das war's diesmal mit dieser Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir das jetzt zeigen, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Über Kommentare freue ich mich immer. Wir können ja noch ein bisschen auch darüber diskutieren in den Kommentaren. Und wenn ihr wirklich auch keins meiner Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Freue ich mich tierisch immer drüber. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Tyra1992. Bis dann.